Servus Leute, willkommen zurück zu Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix, The Story So Far von der PlayStation 4. Wir haben jetzt den 10. Oktober 2019, es ist 2.42 Uhr morgens. Ich wollte eigentlich viel früher aufnehmen, aber irgendwie habe ich total verpennt. Egal, ich habe haufenweise Geld, weil ich heiße ja McMoneysack. Ne, tue ich nicht. Genau, die Minensachen wollte ich mir kaufen, aber ich habe... Ich bin da eine arme Kirchenmaus. Lassen wir das. Ah, und da ist schon. Das sind schon die ersten. Warum bin ich eigentlich so schwach? Kann mir das irgendjemand sagen? Oh, der Typ pennt. Oh. Kill ihn doch. Super. Oh, Pulsbombe ist stärker geworden. Oh, wie ich ihn gebe. Blitzklinge? Jawohl. Donnerschlag. Flieg und Sieg. Komm her. Hast null Chance, du Affe. Ich glaube, das soll doch ein Affe sein, oder etwa nicht? Oh, wie ich ihm gebe. Ich glaube, der ist zu schwer für den Magnet. Was? Warum kann der mein Wind ihm nichts anhaben? Oh, Attacke gestiegen. Und der Aeror wurde gelevelt. Luftpost. Apropos. Moment, was stand da hin? Hier geht es eher nicht zu Ende. Eher nicht, ist klar. Ist auch eine seltsame Formulierung. Ja, Save-Punkt. Zykluskristall. Karte? Jawohl. Ich habe schon wieder was im Hals. Das nervt. Warum jedes Mal? Wo geht's da lang? Fall nicht zu, okay, da links geht's zu in die Indianer-Siedlung. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht wieder so einen üblen Knüppler wie bei Aqua. Also Vanitas oder wie der nochmal hieß. Ich glaube, ich werde heute kein Xenoblade Chronicles 2 aufnehmen, einfach weil das Abspeichern dauert viel länger als bei Kingdom Hearts. Deswegen werde ich, glaube ich, nur Kingdom Hearts heute aufnehmen. Hast, aber es ist immer noch. Ah, das da ist gelevelt. Aero. Na, Aerora. Also was anderes ausgerüstet, okay. Verdunkeln ist auch Maximum. Das sind alle Maximum. Was da könnte ich? Oder Blitzra. Blitzra. Einfach alles leveln und nicht wissen wofür. Das ist immer schön. A shooting star and a pixie. Must be my birthday. Let Tinkerbell go! Ha! One of Peter Pan's brats. Well, tell that cowardly sparrow, if he wants his precious Tinkerbell back, he'd best meet me at Mermaid Lagoon. Stop! Scram! Mann, sind die feige, aber nun gut. Was werden die gegen mich schon auslösen? Gar nix. Gut, das wollte ich eigentlich gar nicht. Doch, wollte ich schon, aber... Ich wollte dich anders. Zyklon? Ne, Blitzklinge, auch nicht schlecht. Warum mache ich eigentlich so wenig Schaden? Oh ja, das muss ja wehtun, dieser Blitz. Oh, da ist noch einer. Nein, so ein Kanickel.
hasse euch, Kakamikas. Und so ein toten Fall auch noch. Ja, geil. Ich hasse euch, Kanickels. Ja. Jetzt reicht's. Zyklonenpower. Oh, der Zyklon ist so mega geil. Guckt doch gern, was ich mit denen mache. Kann ich das überhaupt irgendwie steuern? Da ist ein Feuerspucker auch noch. Wo ist denn Jäger da? Ja. Totenfall, der kann mich jetzt erstmal. Der Totenfall kann mich mal. Hahaha. Ha, ha. Aus Gewichte. Oh, wie nehmen das rein, Kids. Ja, super. Toll, dass ich dich eigentlich gar nicht angreifen wollte. Ich glaube, du bist tot, obwohl ich es nicht wollte. Lass mich in Ruhe. Oh. Einfach alles spammen. Seid ihr tot? Nee. Aber jetzt bist du tot, oder? Ja. Oh, Gorillas. Drei Stück auch noch. Oh. What the fuck? Lass mich in Ruhe. Ich konnte da nichts gegen tun. Was war denn das für ein unfairer Bockmist? Na super. Habe ich irgendwas anderes, krasseres? Eis, Feuer. Stopp. Stopp hätte ich. Vielleicht sollte ich die mal nutzen. Aber um ehrlich zu sein, bin ich jetzt mehr aufs Leveln aus. Okay, Blitzra. Ist ja eine Affe, wie er mich durch die Gegend geschubst hat. Das war ja mies. Ja, jetzt klingen, jawohl. Oh. Wie der leidet, deine. Schade, ich hätte gehofft, Zyklon einsetzen zu können. Oh, der da hinten lebt sogar noch. Oh, die Blitzklinge ist so gut. Erste Kanickel. Oh, totes. Du totes Totem. Ist gut. Oh nein. Invertierte Steuerung. Ja, war klar. Wegen der Steuerung konnte ich nichts mehr tun. Oh nein, ich glaube, der Kampf wird scheiße. Die habe ich nicht so geile Moves. Wie mit Aqua. Also dieser Zeitsprung oder wie der hieß. Okay, die gehen ja noch. Die sind ja noch einfach. Aber dann kommt die Kanickel, die sind doof. Und spätestens bei den drei Affen deckt sich das Spiel so, haha. Jetzt fucken wir den Spieler mal. Kann da eh nichts dagegen tun. Oh, den habe ich gegeben. Den Blitzkraft hebe ich mir auf für die Kanickel. So, jetzt. Und das Kanickel wird erwartet und direkt vernichtet. Keine Chance, damit es überhaupt irgendwie zum Angriff kommt. Das nächste. Ja, versand zu gesehen. Na gut. Dummes Kanickel.
Diese Kanickel nerven echt ohne Ende. Keine Ahnung, ob das wirklich Kanickel sein sollen. Oh ja. Ja. Schick dir recht, du Kanickel, du. Ja, ich geb's dem Kanickel. Und wenn der Totenpfahl da reinspringt, ist er selber schuld. Das Kanickel ist tot. Eins lebt noch. Ne, zwei. Keine Chance, den Kanickeln. Ich wollte den Kanickelbestand auf der Welt aus. Oh, nochmal Blitzklinge, geil. Das Totem soll abhauen, verpiss dich. Dann mach ich's eben so. Affe? Ja, Affe. So, aufpassen. Oh, der pennt. Nein, er kommt. Oh. Oh, der eine Affe dreht durch. Ich muss ihn vernichten. Am besten beide. Ja. Gut. Mal. Gut, deine Affe ist tot. Schnell, bevor der Affe zu irgendwas kommt. Macht das irgendwas? Nee, ich glaube, der ist immun dagegen. Ja, dagegen ist er nicht immun. Oh. Komm, bleib drin stehen. Ja, immer schön auf den Affen. Geblitzt. Nochmal Blitzklinge. Oh, die ist so gut. Einfach die Affen weiter unter... Nein, der da hinten. Oh, diesmal. Oh, geil. Gut, der eine ist weg. Jetzt nur mehr den Affen hier unter Beschuss stellen. Dann kann er gar nichts mehr. Oh, verbannt. Wie schmeckt den, du Affe, du? Oh, einfach mit allen unter Beschuss stellen. Dann hat er null Chance, der Affe. Oh. Hier, friss Blitzklinge. Bams. War doch einfacher als bei Aqua. I lost them. You ever wonder what stars are? Where light comes from? Look out below! Peter, help! Tinkerbell's been pixie-napped! Then I'm too late. Hook's gonna pay for this. He said to meet him at Mermaid Lagoon. Gotta be an ambush. Huh, that old codfish thinks he's clever. Hey, I'm going too. Well, we have to hurry. Can you keep up? You bet. Warum? Ja, achso, ja, stimmt ja. Naseweiß ist ja entführt worden. Gepixie-nappt. Hust, hust. Pixie heißt ja, glaube ich, Fee. Ich weiß ja nicht, ob das in der Sprache ist oder einfach nur so Umgangssprache. Ich wollte gerade sagen, warum fliege ich nicht einfach hinterher oder warum gibt es Feenstaub? Aber ja, ohne Naseweiß oder Tinkerbell ist das ja natürlich gar nicht möglich. Und sie ist ja dafür verantwortlich, dass die Personen fliegen können. Keine Lust mit dem Affe jetzt zum Vermögen kloppen. Hey!
land fire? Where's it coming from? On the water! Over there! Tink, it's you! And you're all right! What? A strange fellow with a funny-looking sword has... Hold on! I gotta stop that cannon! Okay, I'll go after Hook. Right. Tink, if you would? What? It's pixie dust. Bet you feel lighter now, don't ya? Während deines Sprungs Kreis gedrückt halten, um Gleiter auszulösen. Gleiter ermöglicht es dir, größere Entfernungen mit einem Mal zurückzulegen. Yes, jetzt wird's lustig! Achso, stimmt ja. Was war's? Magiehass. Ah, Migra. Werde ich aber trotzdem noch lassen, weil ich muss mich ja irgendwie heilen können. Ist der gelevelt? Da kann ich stattdessen... Was haben wir noch? Das da. Blitzrad. Gleiter. Halte in der Luft Gras gedrückt, um durch die Lüfte zu gleiten. Also, wenn das nicht geil klingt, guckt geil. Ja, ich habe keine Lust, mich mit euch zu kloppen. Leck mich! Nein! Moment! Lass ich nicht auf mir sitzen. Elixier. Jawohl! Chap-Sticker. Also, ich nehme mal einen Chap von Chip und Chap. Soll der jetzt rüberfliegen? Nö. Komme ich dann zu Hook? Aber ich gleite ziemlich langsam, naja. Ich kann höher springen, ich kann gleiten, alles geil. Jetzt wird das Spiel ist richtig cool. Ich würde gern da oben hin. Vielleicht von der Küste aus. Komme ich gar nicht hin. Das da ist eine Mimik, glaube ich. Kann ich schon zu hoch springen und kommt da trotzdem nicht ran? Moment. Komm ich da irgendwie hoch? Nein. Verdammt. Lass mich raten. Mimik? Ja, Mimik. Und schon wollte sie mich fressen. Guckt sie euch an. Ja! Wie komme ich bloß zu Captain Hook rüber? Was sind denn die Sticker? Da. Oh, Regenbogen. Energiekristalle erhalten. Der steht da irgendwo. Feuerwerk.
Kollisionsmagnet erlösen. Rhythmenmeister. 9 Punkte für Feuerwerk. Der Energiekristall war jetzt. Und wo ist die Fusion da? War jetzt das hier, oder? Ja. Die Sachen fusionieren. Luftstaccato. Was ist das denn? Rechtzeitig Dreieck, um die Gegner nach oben zu wirbeln und sie zum Abschluss wieder zu Boden zu schlagen. Klingt interessant. Muss diesen Gleiter doch für irgendwas gelernt haben. War ich ziemlich langsam gleite, das muss man auch dazu sagen, aber nun gut, ist ja auch ein Gleiter. Muss für irgendwas gut sein. Gehen da oben hin. Ah, da war ich noch gar nicht. Da hinten ist Ruck. Kann sein, dass ich da erst gar nicht hinkonnte. Supertrank. Ah, das ist sie. Herlocken wollte ich gerade sagen, aber irgendwie ballern sie mir schon alles frei. Ruck. Oh nein, ein Affe. Huck, schieß hierher. Gut getroffen. Lass mich in Ruhe. Wo ist Huck? Oh, die machen mir alles frei. Das sind mehr Verbündete. Schatzwurf. Mimik? Ja, war klar. Die Truhe sah schon so aus. Nee, da gehe ich erstmal nicht weiter. Da oben ist was. Da müsste ich aber hinkommen. Oh! Das war der Gorilla. Ist hier sonst nichts mehr? Sieht nicht so aus, außer haufenweise Gegner, die ich alle ignorieren werde. Es ist sich nicht wert. Ja, hier geht's nicht mehr rum. Ah. War das eine Falle? Ah. Ich hab gewusst, ich habe was gesehen. Ey, hau ab. Haut alle ab. Schwertfallserie. Tschüss. Ja, ein paar Items, die finde ich schon. Also, allzu blöd stelle ich mich hier doch nicht an. Und man muss auch sagen, das Spiel macht echt Bock. Ulala, und Truhe. Was habe ich denn Schönes bekommen jetzt? Schatzwurf. Wirf das Schlüsselschwert auf die Gegner. Ein Teil lässt Kugelschätze fallen. Also einfach nur Schwertwurf, nur eben, dass dabei geile Items gedroppt werden. Dann, was ist noch neu? Ah, da Schwertfallserie. Drücke rechtzeitig Dreieck, um wiederholt einige Sprungangriffe auszuführen. Das ist dasselbe, was ich jetzt habe, nur eben auf einem Bodentechnik. Schon 3 Uhr 6 morgens, wow. Aber egal, ich mache jetzt sowieso ein paar Folgen mehr. Mal wieder! Mir fällt eben heute stattdessen Xenoblade Chronicles aus. Aber egal, dann kann ich länger Kingdom Hearts machen. Alas! And so passeth a worthy opponent. To think that
his would be such an inglorious end. At last, that scurvy brat will never trouble me again. I wouldn't be so sure that, Hook. Swoggle on the eyes. No, don't tell me. Oh, Jim. Blast that Peter Pan. Oh, is that salt? No! Not again! Stay away from me! I don't think so. Das Krokodil ist so geil. Es sieht Captain Hook. Man hört sogar das Ticken. Tierkampfmusik ist auch ziemlich geil. Macht ihr dabei das Krokodil zu nutzen? Soll ich jetzt noch weitermachen? Ich weiß ja nicht. Weil ich weiß nicht, wie lange der Kampf dauert und wahrscheinlich kommt eine Cutscene auch danach. Wisst ihr was? Ich bin mal böse und mache einen Cliffhanger. Beim nächsten Part werden wir Captain Hook zum Kampf stellen. Mal schauen, welche Rolle das Krokodil dabei übernehmen wird. Das war Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Fertig.